dann sollte das mit den paar hier noch gehen. Obwohl, das dauert sehr, sehr lange. Sagte sie so leicht, aber hier ist, glaube ich, ne? Ja, hier ist zurück. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob da wirklich zurückgeht. Also hier einmal nach Hause. Das ist so geil mit der Musik. La, la, la. Entschuldigung. Die ist nicht witzig hier. Nein, nein, ist nicht witzig. So, die können jetzt erstmal wieder nochmal heilen. Und wir können dann nochmal Kreaturen dazu holen. Ah, weg. Ah. Jetzt können wir hier diesen Nager dazu holen. Schwache Ferne mit mindestens Reichweite. Halt Verbündete, das ist vielleicht ganz gut. Dann brauchen wir nicht mal zurück. Dann nehmen wir noch einen und dann nehmen wir noch einen Ork dazu. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen ums Geld hier gucken. Nicht, dass uns das ausgeht. Die bauen hier zwar noch munter ab. Aber es ist ja auch immer wieder Zahltag. Wir gehen mal ein bisschen hier weiter rein. So, dann gucken wir mal kurz mit dem Forschen, ob wir da nicht fallen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Eben drum. Wir verbessern das mal nochmal. Da erforschen wir mal. Zählt das eigentlich allgemein oder muss ich das für jedes Level dann immer neu machen hier? Das ist auch noch so eine Frage. Oder geht das einfach durchgehend? Entwickelt man sich immer weiter? Das wäre ja auch mal schön. So, wo sind denn hier Feinde? Ich denke mal, die müssen von hier kommen. Ich weiß es gar nicht. Aha. Ach, der heilt schon. Dann dauert das nicht so lange. Ah, interessant. Wieso ist hier so wenig Essen? Haben die sich gerade vollgefressen? Dann machen wir hier mal noch ein bisschen größer mit dem Essen. Wir können noch zwei Kreaturen, sehe ich gerade. Machen wir auch gleich. So, jetzt machen wir erst noch mal hier eine Guru-Farm weiterhin. So, einmal hier oben. Dass da mehr Essen ist. Oh, hier ist sogar gleich mit einem Grill und so. So, und Kreaturen. Können wir da jetzt noch? Dann nehmen wir ja nochmal einen Ork. Nein, wir nehmen nochmal einen Ork. Die sind einfach am besten. Oh, jetzt müssen wir wirklich aufs Geld achten. Nicht, dass wieder Zahltag kommt. Machen wir hier nochmal ein bisschen was. Bauen wir noch ein bisschen ab und die sind ja auch, die sind nicht mehr dran. Oha. Ach, die Quelle hier ist erschöpft. Deshalb, deshalb müssten wir hier auf jeden Fall jetzt, oder nicht? Da ein bisschen Gold abbauen. Und darauf muss man echt aufpassen. Diese Quellen sind nicht ewig. Oh, hier haben wir was gefunden. Oh. Kann man ja auch noch ganz tolle Sachen finden. Das ist natürlich schön. Dann gehen wir... Oh, das war zu viel. Das war zu viel. Da noch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Aber hier. Hier könnt ihr. So. Schön, schön. So, hier sind auch nochmal Geldvorräte. Hier sind noch Geldvorräte. So, hier ist auch nochmal Geld und Geld und Geld. Und wir finden andere Sachen da noch. Das ist ja auch mal interessant. Ja gut, eigentlich sollten wir einen Wachturm und die Orte des Guten da fertig machen. Ne? Machen wir auch noch, keine Frage. Aber wir können ja auch mal ein bisschen den Dungeon hier ausbauen. Oh, hier ist auch noch ein Haufen Geld. Bauen wir das mal nochmal ab.
So, und dann können wir noch was forschen vielleicht. Hier können wir noch mal forschen. Können wir die Horde verbessern. Da fehlt überall das Böse. Kriegen wir das nur oben oder... Nee, es läuft so weiter, alles klar. So, die essen. Haben wir eigentlich genügend Schlafplätze jetzt für die alle? Wir könnten das auch mal ein bisschen erweitern, ne? Hier ein bisschen erweitern und dann erweitern wir das Essen auch gleich nochmal. Hier schlafen. Und dann hier können wir noch ein bisschen essen. Sehr gut, dann haben wir alles hier so ein bisschen größer. Die sägen richtig die Betten. Oh nein, das Studio ist abgebrannt. Hier wollte ich doch heute Abend noch Pilates machen. Was hat er denn mit seinem Studio? Habe ich irgendwas verpasst? Was für ein Studio ist abgebrannt? Verstehe ich nicht. So, da ist auch nochmal Geld. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Und wo kommen immer diese Feinde her? Oder rein? Die möchte ich gern mal sehen. Und wieso geht sie da nicht hin? Die laufen. Verteidig das Dungeon-Herz. Was? Wo sind sie denn? Da. Es ist Zahltag. Ja, aber wo kommen die denn her? Ich würde ja gerne dann jetzt hier Fallen aufbauen, aber irgendwie habe ich noch keine Fallen. Ich meine, das wäre hier gewesen. Wir können nur diese drei Dinge bauen. Sind die jetzt weg, oder? Ich glaube, die sind weg, oder? Ich höre immer so Geräusche und bin mir nicht sicher, woher das wirklich kommt. So, da machen wir noch ein bisschen Geld. Da machen wir noch ein bisschen Geld. Und dann muss das einmal reichen. Erstmal. Hier machen wir noch ein bisschen Geld. Da machen wir noch ein bisschen Geld. Und dann muss das wirklich reichen. Und dann gehen wir nämlich nochmal nach oben. So, Armee. Dann nehmen wir den mit, den mit, den mit. Wir hatten doch nur zwei. Wieso hatten wir zwei? Hatte ich nicht mehr? Ist egal. Das Böse wird siegen. Ja, ja, gut. So. Dann hier reinschmeißen. Wie war das nochmal? Ja, ne? Klatsch, 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 klatsch. So, alle drin. Ja, wen soll ich töten? Das hier muss ich sagen, ich sag mal hier, dieses Auswählen und so hier langlaufen, das erinnert mich so ganz, ganz klein bisschen an Pikmin. Auch ein hervorragendes Spiel. Ich liebe Pikmin über alles. Natürlich ist das nicht so böse, ne? Das ist natürlich was anderes. Wir sind ja jetzt Herren des Bösen. So, und wir laufen jetzt mal hier rum. Mal gucken, was hier so geht. Ah, und da heilen wir uns. Das ist echt praktisch. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Das müssen wir uns merken. Die müssen wir immer mitnehmen. Da ist was hingefallen. Kann ich das nehmen? Müssen die da alle jetzt hintertäuschen? Naja, gut. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Da unten blitzelt auch immer irgendwas. Sind das die Fähigkeiten von der? Das Böse ist unaufhaltbar. Auch die zweite Insel des Guten wurde von den Horden des strategisch versierten Bösen gnadenlos überrannt und in eine Bösartigkeitsinsel verwandelt. Yay. Schon bald würde hier weitere exquisite Bösartigkeit an die Oberfläche tropfen. Ausgezeichnet, ein herrliches Sprachbild. Es tropft aufwärts. Da muss man erst mal drauf kommen. Noch besser als in Dungeons 2. Für das ich an dieser Stelle natürlich keineswegs Schleichwerbung machen möchte. Natürlich ebenso nicht. Wenig wie für sein grandioses Add-on. Würde ich nie tun. Dann ist ja gut. Ich hatte schon befürchtet, dass sie Schleichwerbung irgendwie und so. So, die sind alle wieder geheilt, hoffe ich. Und das war schon ein weiterer Ort. Was ist hier? Oh, Barriere. Muss man kaputt machen. Machen wir. So, und dann auf die Krieger des Lichts. Wir laufen jetzt doch mal einfach so rum, weil ich glaube, wir finden da am besten diese Orte. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Was? Ach so, die können ja jetzt trotzdem rein, oder was? Gut, dass einer kaputt gegangen ist. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Ja, ich sehe das. Ich sehe das wohl. Kann ich den jetzt abziehen irgendwie von oben und da reinschmeißen? Oder schafft er das da alleine? Und darf ich die anderen da an der Oberfläche stehen lassen? Ist auch noch so eine Frage. Oha. Das wird knapp. Okay, aber da müssen wir uns merken, wir dürfen nicht alle mitnehmen. Also entweder stellen wir Fallen auf, wo ich jetzt halt nicht weiß, wo wir die jetzt herkriegen. Ich glaube, wir müssen die erst erforschen oder sowas dann. Oder wir lassen halt ein paar Orks oder so im Dungeon dann drin. Der hat auf jeden Fall XPs gekriegt. Aber ganz so alleine ist natürlich ein bisschen kacke hier unten. Naja, gut, aber wir haben es geschafft. Dann gehen wir jetzt doch wieder zu dem hier. Ja, krass gemacht, man muss dann auf alles aufpassen. Wenn wir oben sind, müssen wir aber unten auch noch gucken. Das ist natürlich... Oh, ein Zahltag. Also die Zeit läuft auch weiter. Wunderbar, wunderbar. Mensch, das artet ja in Arbeit aus, dieses Spiel. Und hier müsste aber... Ist das der nächste Wachturm hier? Weiß ich nicht. Den Holzarbeiter da, dem tun sie nichts. Alles gut. So, hier ist auf jeden Fall ein Ort des Guten wieder. Laufen wir mal einmal rum, ob wir hier irgendwas kaputt machen können. Können wir die Häuser hier kaputt machen? Nö. Können wir hier ein bisschen Schießen üben vielleicht? Oh, da war jemand. Entschuldigung, ich wollte ein bisschen üben da. Nun gut, dann kämpfen wir erst. Ich finde die relativ stark, muss ich sagen. Müssen wir umso noch ein bisschen mehr schulen. Wir haben schon wieder relativ viel Geld und relativ viel Böses. Aber wir sind auch noch gut dabei. Also man kann jetzt nicht meckern. Hier, dieser Heiler ist echt praktisch. Sehr, sehr praktisch. Können wir denn nochmal hier irgendwas forschen? Wir können sie noch ein bisschen verbessern. Noch mächtiger! Ja. So, dann gehen wir einmal kurz, während die da heilen, in den Dungeon und gucken, dass wir noch mal ein bisschen Geld kriegen hier. So, da ist noch ein bisschen was. Hier ist noch ein bisschen was. Abbauen können wir ja immer noch.
Das ist echt gut gemacht, muss ich mal wirklich sagen. Also, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe, Dungeon Keeper damals war Spinnen ja nur... Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Nur unterirdisch. Und hier ist so, dass es sehr flexibel ist. Also, ne, es gibt die Bösen, die aber halt auch mitdenken. Ich weiß gar nicht, bei Dungeon Keeper war das auch, aber da war halt... Ja, da konnte man nie... Also, da, man konnte die Kampagnen irgendwann, ich sag mal, auswendig lernen. Da wusste man ungefähr, wo was steht. Machte die Sachen jetzt auch nicht leichter, aber hier ist es doch sehr flexibler. So, da haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld. So, gehen wir wieder nach oben. Die haben wir ja hier auch noch. So, und dann laufen wir mal weiter hier. Hier ist ja noch alles gut. Ah, hier ist ein Wachturm. Achso, da können wir hier rumlaufen. Auch gut. Sucht euch euren Weg, ist okay. Ist das nicht das Wirtshaus zum torkelnden Pony gewesen? Bei der Göttin, so, werde ich schon, heute wohl kein Schwein im Rad mehr bekommen. Da waren wir schon. Da waren wir schon, Leute. Dann gehen wir natürlich hier hoch. Hier ist ein bisschen schöner, glaube ich. Also muss hier noch auf jeden Fall... Was erzähle ich denn da eigentlich? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Okay, die machen die platt. Ich guck mal eben kurz in den Dungeon. Da haben wir einen Ork, haben wir ja hier irgendwo. Der halb tot ist. Das ist natürlich... Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Ja, das ist ganz toll. Ich dachte, der heilt sich, dass der mal schlafen geht oder so. Ja, jetzt ist er auch platt. Müssen wir gleich einen neuen für hinstellen. Das geht natürlich irgendwie ins Geld dann, ne? Da müssen wir ein bisschen besser drauf aufpassen. So, dann haben wir da einen frischen... Was mit dem hier? Was ist, was ist hier los? Was war das denn jetzt? Ein Ulk? Nee. Der Typ heißt Ulk, ne? So, aber hier waren wir jetzt auch schon. Wieso ist denn hier noch so schön?